Nach zweijähriger Bauphase des neuen und größeren Autohauses Dressler feierte man am 23. Januar 2015 drei Tage lang mit einer großen Eröffnungsparty die Einweihung des neuen Autohauses von Arno und Birgit Dressler. Den Startschuss für den neuen Betrieb gab die Juniorchefin Birgit Dressler am Freitag mit einer alten Napoleon-Kanone. Viel Spaß und Vergnügen! Ja, und jetzt ganz offiziell herzlich willkommen zur offiziellen Eröffnungsfeier unseres neuen Autohauses. Wir begrüßen Sie alle von Herzen. Ganz besonders begrüßen wir den Bürgermeister aus Obertraubling, Herrn Rudolf Grass. Unser Vertreter der Renault Deutschland AG, Direktor Flotten, Herrn Michael Borner und den regionalen Vertriebsdirektor, Herrn Andreas Eberling. Den Vertreter der Fortwerke in Köln, Regionalleiter Süd, Herrn Michael Niedeler. Unseren Architekten, Herrn Michael Schneider. Eine ganz besondere Freude ist es uns, dass der ehemalige Bürgermeister und Altbürgermeister und Vater des jetzigen Bürgermeisters, Herr Leo Grass, anwesend ist, denn dieser hielt vor genau 21 Jahren am 16.01. die Eröffnungsrede im Autohaus am Schwinggraben. Und Ihnen wünsche ich, dass Sie nach wie vor viel Erfolg in der Zusammenarbeit haben mit uns in der Gemeinde. Und gemeinsam werden wir dann uns nicht scheuen, in die Zukunft zu gehen. Hätten Sie noch gedacht, dass Sie das zweite Mal auch noch bei einer Eröffnung hier bei den Dresslers sind? Ja, ich hätte natürlich nicht gedacht, dass wir da so aktiv mit dabei sein dürfen. Aber ich habe mich richtig gefreut, dass ich eingeladen worden bin, nachdem dass wir ja bereits vor 21 Jahren das Autohaus Dressler überhaupt in Obertraubling ansässig gemacht haben. Herr Grass, welchen Stellenwert hat denn das Autohaus Dressler hier für die Gemeinde Obertraubling? Also natürlich einen sehr hohen. Ich habe es ja betont, wir sind sehr stolz, dass die Firma Dressler hier in Obertraubling die Zukunft sieht. Und der Stellenwert, den kann man gar nicht beschreiben. Sie wissen ja, 21 Jahre ist die Firmengeschichte hier in Obertraubling schon. Und ich bin mir sicher, dass die Firma Dressler hier nur 20 oder noch mehr Jahre draufsetzt bei so einer jungen Chefin, die das Ganze jetzt dann übernimmt. Meine Damen und Herren, Wilhelm II., ein deutscher Kaiser, der hat mal einen Satz gesagt, der wird ihm im Nachhinein, also der Mann lebt schon längst nicht mehr, aber das ist so ziemlich das Dümmste überhaupt, was man in dem Zusammenhang sagen konnte. Der hat nämlich vor ungefähr ein bisschen mehr als 100 Jahren hat er gesagt, ich zitiere wörtlich, das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung. Ich glaube an das Pferd. Hätte der Mann recht behalten, dann wären unsere beiden nächsten Redner jetzt sicher nicht da. Ich darf zunächst begrüßen den Direktor Großkunden und Flotten der Marke Renault, Michael Borner. Herzlich willkommen, Herr Borner. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Dressler, lieber Herr Dressler, ich bin tief beeindruckt. Tief beeindruckt, weil man in diesem wunderschönen neuen Autohaus sieht und fühlt, mit welchem persönlichen Einsatz und mit welchem Herzblut Sie Ihre Vorstellungen eines modernen Autohandelsbetriebs konsequent und liebevoll bis ins Detail umgesetzt haben. Dabei spürt man sofort, für welche Marken Ihr Herz schlägt. Man sieht auch sofort, dass Sie besonders darauf Wert legen, dass sich Ihre und unsere Kunden ab der ersten Sekunde wohlfühlen. Und das ist nicht nur so dahergesagt. Das Autohaus Dressler ist seit 21 Jahren fast jedes Jahr unter den besten deutschen Renault-Händlern im Bereich Kundenzufriedenheit. Ich denke, das ist einen Applaus wert. Es stand im großen Brockhaus von 1896, also das wichtigste Lexikon überhaupt, und zwar stand da, die Erfindung eines Gottlieb Daimler wird für die Entwicklung des Verkehrsgeschehens wohl ohne große Bedeutung bleiben. Schwachsinn aus heutiger Sicht. Nicht so ganz richtig kann man auch sagen, und das freut auch unseren nächsten Redner, und zwar Michael Niedeler, der jetzt zu uns spricht. Der ist der Ford Regionalleiter Süd, Verkauf
und Marketing. Herzlich willkommen, Herr Nietzener. Ja, unschwer zu erkennen, liebe Frau Dressler, lieber Herr Dressler, liebe Gäste, liebe Mitarbeiter des Autohauses Dressler, unschwer zu erkennen, dass ich die Marke Ford vertrete, weil Sie sehen, an mir ist fast alles blau, Ausnahme der Anzug und die Person selbst. Ich freue mich, dass ich hier bin und darf an dieser Stelle auch als Vertreter der Ford-Werke im Namen der Geschäftsleitung aus Köln zum einen Danke sagen dafür, dass Sie in unsere Marke investieren und zum anderen Ihnen einen großen Respekt entgegenbringen für das, was Sie tun, in Bezug auf die Zeit, zu der Sie es tun und in Bezug auf die Konsequenz, mit der Sie es umsetzen. Respekt für eine Investition in einem Markt, der sicherlich nicht leicht zu bearbeiten ist, der aber, wenn man die Kompetenz hat, die Sie als Autohaus Dressler besitzen, dann auch erfolgreich bearbeitet wird. Respekt auch dafür, dass Sie sehr frühzeitig die Weichen stellen für die Zukunft. Nicht nur dadurch, dass Sie hier bauen, nicht nur dadurch, dass Sie hier in die Marken Renault und Dacia, aber auch in die Marke Ford investieren, sondern auch Respekt dafür, dass Sie den Generationswechsel jetzt schon mit Weitsicht einleiten und damit auch ein Thema aufnehmen, was in vielen Unternehmen doch oft heute zum Problem wird, weil es eben nicht rechtzeitig angegangen wird. Was Sie hier sehen, ist das Konterfei oder Profil von Henry Ford. Und das ist eine limitierte Auflage eines Bildes, was am Ende aus Henry Ford Zitaten zusammengestellt wurde. Die sind ganz klein geschrieben. Gratulation, Ihnen alles Gute mit der Marke Ford und auf weiterhin gute Zusammenarbeit. Nur für Speis und Trank war gesorgt, sondern am Samstag früh gab es ein großes Weißwurstfrühstück mit musikalischer Unterhaltung der Tiroler Gruppe Sasa. Keep going, I got it locked up like Lindsay Lohan.